Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Amersreiter. Viel Spaß! Inzwischen sind wir schon bei drei Kreuzen angelangt. A-Dur hat außer Fis und Cis, die wir schon kennen, jetzt auch noch Gis mit im Bunde. So ist es in den Tasten und so sieht es dann in der Notenschrift aus. A-H, Cis, D-E, Fis, Gis, A. Also ihr seht, je mehr wir im Quintenzirkel voranschreiten, umso mehr Kreuze haben wir. Wir machen das allerdings jetzt nur bis zum dritten Kreuz. Dann verlassen wir die Seite der Kreuze, weil dann wird es einfach zu kompliziert und ist dann was für Fortgeschrittene über. Ja, und jetzt lasse ich euch mit A-Dur alleine und ihr versucht am Klavier das nachzuvollziehen oder an einem beliebigen anderen Instrument. Und wir sehen uns dann zum nächsten Rätsel wieder.